kommt mit mir an einem sehr vollen Tag in den Europapark. Heute ist unser zweiter Tag im Europapark und ich habe das Gefühl, heute wird es noch viel voller. Der Einlass hat schon ewig lange gedauert. Und ja, naja. Als allererstes werden wir jetzt mit dem EP-Express eine Runde fahren und dann Wodan fahren. Wir wollen als erstes Wodan fahren. Also erst EP-Express und dann Wodan. Mal gucken, was da noch so entstehen wird. Leute, wir haben uns jetzt virtuell bei Wodan angestellt, sind in Spanien ausgestiegen, wollten dann eigentlich jetzt zum Alpenexpress, aber 50 Minuten Alpenexpress. Lohnt sich, finde ich jetzt nicht so ganz. Wir laufen jetzt einfach mal hier lang und gucken mal, was Josefina so sagt. Die sind wir ja noch nicht gefahren, müssen wir mal mitnehmen jetzt noch. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that. Late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Ihr könnt hier in der Arena of Football also Scooter Soccer oder so irgendwie heißt das Spiel. Und zwar seht ihr diesen schwarzen Ball da und mit dem müsst ihr Tore schießen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Leute, ich muss gestehen, das hat mir tatsächlich super viel Spaß gemacht. Nur ein bisschen besser wäre es gewesen, wenn es vier Wegen weniger da drin gewesen wären. Dann hätte man ein bisschen besser fahren können. So war man ganz oft eingeengt. Aber es geht gar nicht darum, Tore zu schießen. Also irgendwie, es gab ja weiße und schwarze Wegen. Und wir dachten, die eine Farbe muss in das Tor, das andere das andere Tor, aber nein, darum ging es nicht. Es war egal, wo man hingeschossen hat. Und bei uns war tatsächlich dann der Ball im Ausstieg verschwunden. Also da hat den einer von unseren Mitspielern hingekickt am Schluss. Hat wirklich Spaß gemacht, aber so ein paar Wegen weniger wären auf jeden Fall super. 13:30 Uhr, das bedeutet für uns jetzt eine Runde Wodan. Da freue ich mich
schon am meisten drauf. Macht für mich wirklich einfach am meisten Spaß. Eine sehr, sehr gute Fahrt. Virtual Line nach links steht da. Man muss immer schauen, wo sind die Virtual Line Eingänge. Wenn man vielleicht Single Rider ist, wo sind diese Eingänge? Immer die Augen auf. Da wir zu dritt sind, haben wir immer eine externe Mitfahrerin oder Mitfahrer. Gerade die Mitfahrerin bei Wodan, die war super, super süß. Also liebe Grüße an dich. Wir machen jetzt die Santa Marianne unsicher und gehen nochmal was Leckeres trinken. Wir treffen uns mit Vivi und Kevin. Heute ist das Wetter ja noch schöner als bei unserem letzten Besuch, also kann man es da oben noch besser genießen. Leute, ich habe mir einen Mango Mojito geholt hier. Probieren den mal, ich muss noch rühren. Schmeckt gut. Zwei Cocktails intus. Gehen wir jetzt noch was essen mit Vivi und Kevin. Hier im Seehaus-Restaurant. Leute, es gibt gleich ein eigenes Video dazu. Was heißt gleich? Die Tage irgendwann. Leute, wir haben gegessen. Das Video kommt hoffentlich in den nächsten Tagen. Ich weiß, bei Prina probiert hinke ich sehr, sehr, sehr hinterher. Wir gehen jetzt noch nach Griechenland. Werden dort... Ich weiß gar nicht, wie diese Fahrt heißt, wo man so schießen kann. Das machen wir jetzt noch. Und dann wollen wir tatsächlich nur noch kurz Merchandise shoppen und uns schon auf den Heimweg machen. Leider. Die Tage gehen irgendwie super schnell vorbei in einem Freizeitpark. Ich glaube, ihr kennt das. Naja, wir sehen uns gleich beim Schießen, oder? Abenteuer Atlantis heißt es. Wartezeiten in der Regel, egal wann, immer eine Minute. Ich glaube, ich habe noch nie, vielleicht mal 5 Minuten gesehen, aber mehr noch nie. Let's go. 0 Punkte habe ich schon. Auch abgehakt. Ich war tatsächlich richtig schlecht. Muss ich gestehen. Aber naja, es geht ja um den Spaß und ich fahre solche Dinge echt sehr, sehr gerne. Macht mir einfach Spaß. Ich weiß gar nicht, warum wir das hier so selten machen bei den Wartezeiten. Könnte man da doch einfach mal reinhüpfen, eine Runde drehen und gut ist. Leute, leider geht unser Tag jetzt zu Ende. Wir shoppen jetzt noch ganz kurz. Ich zeige euch noch... Leute, unser Tag geht jetzt leider schon zu Ende. Ich gehe jetzt noch ganz kurz zum Merchandise shoppen und zeige euch natürlich, was ich mitnehmen werde. Und dann ist ja auch schon Feierabend. Also, Park hat doch bis 20 Uhr geöffnet. Ja, aber dann Ende Gelände. Aus die Maus, at Euromaus oder so. Was würdet ihr euch im Europapark kaufen? Also ich habe schon gesehen, ich hätte gern Motivnudeln mit den Mäusen. Die sind teurer als die Nudeln im Disneyland, muss ich leider sagen. Disneyland kriege ich sogar noch Jahreskartenrabatt. Naja, und einen Stift von Faber Castell, einen Bleistift hätte ich gerne noch. Zeige ich euch aber alles. Wer das Disneyland Paris Monopoly nicht bekommen hat, hier könnt ihr das Europapark Monopoly für 49,95 haben. Etwas günstiger. Ja, Leute, jetzt muss ich ganz schön überlegen. Diese Stifte hier, also diese Kugelschreiberform, ist meine absolute Lieblingsform. Ich habe einen, der ist aber nicht mehr der jüngste. Und hier gibt es jetzt dieses Set hier.
Und da ist auch der Bleistift drin, den ich gerne hätte. Der Bleistift kostet eigentlich 1 Euro. Das ganze Set hier kostet 25 Euro. Was mache ich jetzt? Und bitte schaut nicht auf meine Fingernägel. Wie gesagt, ich bin gerade da dran, keine Gel oder sonst was drauf zu haben. Aber das, was da zu Vorschein kommt, ist nur noch Papier. Generell finde ich aber auch so einen Bleistift ganz gut. Der muss auf jeden Fall mit, aber ich weiß noch nicht, ob im Set. Oh, ist jetzt wieder so eine Was-mache-ich-Sache. Wenn es jetzt 10 Euro gekostet hätte, hätte ich auf jeden Fall dieses Set genommen, aber bei 25 Euro überlege ich schon ganz genau. Und Leute, selbstverständlich muss hier die Pasta mit. Die ist zwar unheimlich teuer, 3 Euro für 250 Gramm und teurer als Disney-Pasta, aber sie muss jetzt mit. Es führt kein Weg dran vorbei. Und so ein bisschen am Zwiespalt bin ich noch bei diesem Kochbuch für 20 Euro. Wenn ich ehrlich bin, denke ich mir jetzt so, das hier 20? Dann doch lieber das Stifteset eigentlich. Das ist verrückt. Mal gucken, für was ich mich jetzt entscheide. Also Leute, ich war super brav. Zweimal Nudeln, einmal nur den Stift. Aber es kann sich ja beim nächsten Mal noch ändern. Mal sehen. Ja, ich verabschiede mich jetzt hier. Ich hoffe, euch hat dieses Video aus dem Europapark gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen. Schaut die Tage auf dem Kanal vorbei, denn es kommen noch ein paar Prina probiert online hier aus dem Europapark.